Ja, willkommen zum neuen DigiHealth Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Professor Rajan Somasundaram von der Berliner Charité und zwar im Bereich Notfallmedizin, Campus Süd. Und ich sag mal, das ist ein sehr ausgewiesener Notfallmediziner und wir haben einfach ein paar Fragen, auf deren Antwort wir jetzt gespannt sind. Rajan, sag mal, diese ganzen Telefonnummern jetzt, das geht einem nicht gut. Soll er anrufen bei 112? Soll er anrufen bei 116, 117? Weiß das eigentlich jeder? Was kannst du unseren Zuschauern dazu sagen? Also erstens möchte ich vorausschicken, dass wir Patienten, die 112 oder 116, 117 anrufen, immer ernst nehmen sollten. Wer das tut, die meisten haben doch große Hemmungen davor, die haben ein Problem. Punkt 1. Punkt 2 ist, eine meiner Lieblingssprüche ist, keep it simple. Eine Nummer bzw. zwei Nummern, aber mehr nicht. Die Umleitung, wer dann welcher Sektor für was dann zuständig ist, das hat dann danach zu folgen. Aber für den Patienten, er hat ein Anliegen, was ihm dringlich ist, ist es notwendig, dass er eine Anlaufadresse hat und dass man das auf zwei Nummern verteilen kann, die dann gegebenenfalls zusammengeführt werden. Das ist einerlei. Das passt ganz gut, weil wir kürzlich ein Gespräch hatten mit unserem Kardiologen in Essen und der sagte eben, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn es sein könnte, dass er einen Infarkt hat, lieber im Zweifel anrufen und nicht sagen, Mensch, warte ich noch mal, bis es besser wird, aus Furcht, man bemüht irgendwie jemanden umsonst oder so. Also Kardiologie ist ein wunderbares Beispiel. Als ich glaube 2011 war, dass die Chest Pain Units in Mainz eingeführt wurden, als große Plakate überall hingen, kann sich atypisch äußern, also ein Herzinfarkt kann sich auch mit Oberbauchschmerzen und so weiter äußern. Was soll denn da bitte schön ein Patient, den wir ja auch aufklären wollen, was soll denn ein Patient dann machen, wenn er so ein Plakat ganz groß liest und dann tatsächlich Bauchschmerzen hat und er bzw. seine Frau sich Sorgen macht? Absolut, absolut nachvollziehbar. Nun sind wir ja auch in unserem Kanal, ich sag mal, sehr aktiv im Thema Digitalisierung. Die Digitalisierung und dann die Notfallmedizin, die Akutmedizin, wie wird sich das weiterentwickeln? Kannst du da schon irgendwie so ein bisschen Perspektive abgeben? Ja, ich glaube, dass wir schon längst links und rechts überholt werden und wir realisieren es noch nicht ganz. Wir sind traditionell, auch gerade in Deutschland mit dem Föderalismus, aber auch den verschiedenen Krankenkassen, mit der Diskussionskultur, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, sind wir sehr zurückhaltend. Aber gerade in der Notfallmedizin, muss ich sagen, spielt die Digitalisierung, die elektronische Patientenakte bzw. eine gemeinsame digitale Plattform, die von allen Spielern der Notfallmedizin benutzt werden kann, ist unter Umständen lebensrettend. Und da habe ich in diesem Zusammenhang ein ganz großes Anliegen. Der Datenschutz ist etwas Essentielles, was sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte auch nicht, dass meine Daten überall verfügbar sind. Aber in der Notfallmedizin kann Datenschutz auch dazu führen, dass wir das eine oder andere im Notfall auch übersehen. Und das darf nicht passieren. Und hier ist auch die Politik gefordert, entsprechende Wege zu finden und auch die Beteiligten an einen Tisch dahingehend zu bringen, dass sie Vorgaben und Spielregeln bestimmt. Das passt nämlich, weil wir auch immer wieder sagen, das Thema, so absurd sich das anhören mag, aber Hashtag Tod durch Informationsverlust, das ist das eine, und natürlich Hashtag Tod durch Datenschutz, das darf eben nicht sein. Ich hätte auch noch mal eine Frage und zwar das Thema digitale Kommunikation. Jochen hat es ja gesagt, 112, 116, 117. Können wir da nicht irgendwie mehr auch digitale Kommunikation nutzen, um diese Rufnummern und dieses System zu erklären? Ach, sagen wir mal so. Also ich mache immer ganz gerne in meinen Vorlesungen, stelle ich meinen Studenten, Medizinstudenten wohlgemerkt, so sechstes Semester ist diese Vorlesung, den stelle ich immer gerne die Frage, wen rufen Sie denn eigentlich an? Kennen Sie die Nummer, wenn Sie die KV, den KV-Notdienst anrufen? Bisher waren es unter 50%, die diese Nummer kannten. Das heißt, in welcher Form diese Nummer jetzt transportiert wird, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ja? Also wenn das auf Facebook, Twitter oder sonst wie, soll mir recht sein. Aber es soll drin stehen,
wozu diese Nummer da ist. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt, auch von Menschen, die sich vielleicht nicht so sehr mit Medizin auseinandersetzen, auch mit Notfallmedizin. Denn glücklicherweise hat man ja nicht jeden Tag einen Notfall. Ja. Welches System an Kommunikation wir nehmen, ist mir völlig egal. Und ich kann nur sagen, Hauptsache, die Nummer wird gewählt, erstens. Zweitens, wir brauchen ein abgestuftes System, wenn bei dieser Nummer angerufen wird. Und diese Nummer muss schnell erreichbar sein. Es gibt heute KVen, wenn wir da anrufen, da hängt man bis zu 30 Minuten, 60 Minuten in der Warteschleife. Und das führt dann dazu, dass die 112 gewählt wird. Also das heißt, wir müssen strukturell sicherstellen, dass diese Nummer auch zeitnah erreichbar ist. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Okay. Also das ist etwas, was man aus der Praxis sagen muss. Rajan, ganz herzlichen Dank. Das hat uns alle weitergebracht. Wir haben viel gelernt, wie immer. Und ich denke auch, manchmal sage ich mir bei dieser Nummer, denn ich muss auch immer wieder nachdenken, 116, 117. Damals Verena Poth mit der 1188-0-Thematik, die ist ja so in den Kopf gekommen, dass man am Schluss die Nummer kannte. Und ich glaube, so muss es jedem auch gehen wie mit 112, dass man gar nicht immer in diese Diskussion kommt. Wenn man das sich dann so behält, dann soll mir das auch recht sein. Hauptsache, ja? Irgendwie, es muss funktionieren. Keiner von euch soll hoffentlich ein Notfall werden. Und nochmals ganz herzlichen Dank und bis Dank bald. Dankeschön. Vielen Dank für das Interview, dass ich da mein Statement abgeben durfte. Danke. Ja, tschüss. Danke. Tschüss.